Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Sigi Spalik, ich bin seit über 10 Jahren hauptberuflich Personal Trainer und heute geht es um das Thema German Volume Training, auch bekannt unter GVT Training oder Shock Training. Und zwar ist es unterteilt in zwei Phasen. Phase 1 habe ich hier oben in einem Video erklärt und Phase 2 geht es heute im Video. In Phase 2 möchte ich euch den Trainingsplan in Shortcuts, also in kurzen Schritten erklären. Wenn ihr die informativere, längere Version wollt, wie gesagt, schaut oben euch das lange Video an. German Volume Training, auch Schocktraining oder Volumentraining bekannt, ist eine Intensitätstechnik wie viele andere Intensitätstechniken am Markt und wird in den sogenannten Dreier-Split ausgeführt. Das heißt, wir haben drei Trainingstage, die sind aufgeteilt in Tag 1 Brustrücken, Tag 2 Beine, Bauch, dann geht es Pause, Pause, Schultern, Arme, Pause, Pause und dann fängt der Spaß wieder von vorne an. Die ganze Phase dauert 6 Wochen, es sind 7 Tage Regeneration nach Phase 1 und dann kommt Phase 2 wieder mit 6 Wochen und die ist wie folgt aufgebaut. Prinzipiell, wie komme ich zur Bestimmung der Gewichte? Die Gewichte haben sich jetzt schon durch die Phase 1 formuliert, bestimmt. Schaut euch wie gesagt das Video an und genau, und deswegen erkläre ich euch jetzt hier nochmal ganz kurz die Parameter. Die Kadenzzeit in Phase 2, also die Zeit unter Spannung, bleibt gleich wie in Phase 1. Es gibt Leute, die das variieren. Ich habe es jetzt genauso beibehalten, weil die Phase 1 mir damit sehr, sehr gute Trainingsreize vermittelt hat. Das bedeutet, wir haben eine nachlassende Bewegung von 4 Sekunden, 0 Pause im Umkehrpunkt, 1 Sekunde bei der heraufgehenden Bewegung oder überwindenden Arbeit und 0 Pause im Umkehrpunkt oben. Also bei einer Kniebeuge starten wir mit 4 Sekunden in die Negativphase, halten 0 Sekunden und schieben wieder 1 Sekunde hoch, halten 0 oben und gehen dann wieder unten in die 4 Sekunden rein. Pause zwischen den Sätzen sind auch wieder 60 Sekunden bei den normalen Sätzen und 90 Sekunden bei den sogenannten Supersätzen. Also wenn ihr die zwei Übungen Brustdrücken in Kombi macht, die zwei Grundübungen, dann ist wie gesagt zwischendrin 1 Minute 30, sprich 90 Sekunden Pause. In Phase 2 ändern sich jetzt alle Parameter bzw. die Wiederholungszahlen. Und zwar haben wir aufgeteilt wieder hier die 6 Wochen. Ein Beispiel, wir fangen an mit 10 Runden, also 10 Sätze a 6 Wiederholungen in Woche 1. In Woche 2 machen wir 10 Sätze a 5 Wiederholungen, erhöhen die Last leicht. Und in Woche 3 machen wir 10 mal 4 Wiederholungen, erhöhen die Last dabei. Dann macht es einen Switch und wir starten in Woche 4 wieder mit 10 mal 6 Wiederholungen, in Woche 5 wieder mit 10 mal 5 Wiederholungen, in Woche 4 wieder 10 mal 4 Wiederholungen. Und wie kann man sich das Ganze jetzt vorstellen in der Progression? Wie sieht es aus anhand von einem Beispiel? Ich zeige es euch kurz. Hier unten zum Beispiel, wenn wir anfangen mit einer Übung wie Kniebeugen. Und wir würden jetzt einfach mal bei 6, also bei 10 Wiederholungen, 10 Sätzen, a 6 Wiederholungen 60 Kilo schaffen. Dann möchten wir in der Woche 2, erhöhen wir beispielsweise um 2,5 bis 5 Kilogramm. In meinem Beispiel habe ich mit 5 erhöht und mache 10 Sätze a 5 Wiederholungen mit 65 Kilogramm, also steigere um 2,5 bis 5 Kilogramm. In Woche 4 habe ich dann 70 Kilogramm und jetzt kommt der Clou. Jetzt nehme ich mir das Trainingsgewicht, was ich progressiv in Woche 2 erhöht habe, nämlich die 65 Kilo, und erhöhe in Woche 4 wieder meine Wiederholungszahl von 4 auf 6 Wiederholungen, bleib aber bei dem leicht erhöhten, progressiv gesteigerten Gewicht von Woche 2, nämlich den 65 Kilo, und gehe dann in Woche 4, in Woche 5 wieder 5 Kilo nach oben auf 70 Kilogramm und in Woche 6, in der letzten Wiederholung, wo es richtig knackig wird, versuche ich die 75 Kilo zu stemmen. Das heißt, immer eine Progression von entweder 2,5 bis 5 Kilogramm. Nur wie gesagt, mit dem Switch von Woche 3 auf Woche 4 ist zu beachten, dass da die Wiederholungszahlen sich wieder ändern. Nochmal konkret, Woche 1, 6, Woche 2, 5, Woche 3, 4, jetzt kommt der Switch, Woche 4, 6, Woche 5, 5, Woche 6, 4. Und dabei, wie gesagt, die Last erhöhen und wir nehmen in der Woche,
1, 2, 3, 4, Entschuldigung, das Gewicht von Woche 2 als Steigerung. Das heißt, wir machen die Steigerung von Woche 2 mit einer erhöhten Wiederholungszahl. Das ist der Knackpunkt. Hier haben wir die Progression und da wird es sehr spannend. Ich habe es heute schon gemacht, das Training, deswegen heute auch das Video zu Woche 2. Und es ist definitiv machbar. Es ist auf jeden Fall schon ein kleiner Kampf gewesen. Ich habe es um 5 Kilogramm erhöht, was schon deutlich ist. Das wären 2,5 pro Seite. Wie gesagt, es bleibt jedem selbst überlassen. Ich hatte heute eine ganz gute Performance. Und man kann aber auch mit 2,5 Kilo die Steigerung durchführen, was, glaube ich, fast am Ende intelligenter ist. Das werden wir dann sehen, wie gesagt, wenn ich das komplette Endvideo mache von der ganzen Geschichte. Die Atmung ist wieder konzentrische Phase, also überwindende Arbeit, aus, exzentrische Bewegung ein, also Negativbewegung ein, überwindende Arbeit aus. Dauer haben wir ja schon besprochen, Phase 1 6 Wochen, 7 Tage Regenerationspause. Jetzt sind wir in Phase 2 auch wieder 6 Wochen aufgeteilt, wie wir es gerade eben besprochen haben. Letzter wichtiger Punkt, sollten dir diese Videos gefallen, Theorie ist das eine, Praxis und Erfahrungswerte sind das andere. Und ich habe dieses Projekt, diesen Selbstversuch über 12 Wochen äußerst detailliert genau aufgeschrieben, habe eine Vielzahl an Videomaterial erstellt und werde all meine Erfahrungswerte, die ich in den 12 Wochen German Volume Training mit meinen Testpräferenz oder wie sagt man, Testhäschen gemacht habe, in ein Programm packen und das in Form von Online-Video-Tutorials euch zur Verfügung zu stellen zu einem kleinen Obolus, okay? Das heißt, ihr könnt euch jetzt einmal hier oben, werde ich es einblenden, euch in den Newsletter eintragen, dann bekommt ihr immer das Update von meinem Selbstversuch und wenn das Projekt durch ist, wie gesagt, wahrscheinlich ist es jetzt, wo du das Video schaust, schon soweit, dann kannst du unten schauen im Beschreibungstext, geht es zu der Seite vom German Volume Training, ein Komplettpaket bestehend aus German Volume Training, Phase 1 plus Phase 2 mit ganz viel Bonusmaterial plus, wie gesagt, nochmal den Fundament der Fitness, alle Grundübungen perfekt ins Detail erklärt, Setting Points, Ausführungen, Atmung etc. pp. Kriegt ihr damit dazu als Bundle, könnt ihr euch überlegen, wäre auf jeden Fall eine Investition wert, wenn ihr in eurem Fitnesslevel weiterkommen würdet. Daher bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Viel Spaß damit!